Ja, das war ja der Drittliga-Auftakt 2015-2016. Endstand im Spiel 1. FC Magdeburg, FC Rot-Weiß Erfurt 2:1. Zuschauerzahlen 21.079, die Tore erzielte 0:1, 31. Minute Mario Erb, 1:1, 60. Christian Beck und das 2:1 in der 90. Minute Lars Fuchs. Herr Preußer, gerade das Tor in der 90. Minute, ja, das schmerzt wahrscheinlich am meisten. Wie schätzen Sie das Spiel ein? Das schmerzt tatsächlich. Ich glaube, bevor wir über das Spiel reden, sollten wir über den Rahmen reden. Ich glaube, dass es ein sehr, sehr gelungener Auftakt war in dieser Drittliga-Saison. Wir haben eine tolle Kulisse gehabt mit zwei Mannschaften, die unheimlich leidenschaftlich ins Spiel gehen. Ich glaube, dass wir einen Tick mehr von der ersten Halbzeit hatten, wir unheimlich viele Momente hatten, so in Umschaltaktionen und es da leider versäumt haben, vielleicht vorher schon das 2:0 zu machen. Und es war klar, dass dann Magdeburg nochmal mit einer unheimlichen Robustheit in die zweite Halbzeit geht. Wir haben versucht dagegen zu halten und wir haben dann leider zu viele Standardsituationen gegen uns bekommen und dann ist es klar, dass wir das nicht alles verteidigen können. Unterm Strich ist diese Niederlage so frustrierend, weil wir, wie gesagt, in der letzten Minute den Gegentreffer bekommen. Er hat nochmal eine Riesenmöglichkeit von Carsten Kamloth beim Stand von 1:1. Ich glaube, dann geht das Spiel auch anders aus. Ich nehme trotzdem unheimlich viel Positives mit, bis auf das Ergebnis. Und ich möchte dem 1. FC Magdeburg herzlichen Glückwunsch sagen zu den ersten drei Punkten und herzlich willkommen in der Liga. Und ich glaube, dass der 1. FC Magdeburg eine unheimliche Bereicherung für diese Drittliga ist. Ja, Jens Hertel, für den FCM lief es natürlich ganz andersrum. Erst Rückstand und dann zwei Tore kurz vor Schluss. Ja, quasi. Ja, der Todesstoß für Erfurt. Wie haben Sie das Spiel gesehen? Na, erstmal danke für die Glückwünsche. Ich denke, da hat Christian recht, der Rahmen war überragend, was unsere Zuschauer und auch die Erfurter hier für eine klasse Atmosphäre, das hat Zweitliga-Niveau erzeugt haben. Das hat wahnsinnig Spaß gemacht. Ich kann die Einschätzung soweit teilen, weil wir in der ersten Halbzeit, ich denke, die ersten 10 Minuten ganz gut ins Spiel gekommen sind, ein paar Situationen hatten, wo der letzte Ball nicht gekommen ist, wo es hätte auch schon für uns gefährlich werden können, dass wir da zu Situationen kommen. Und dann hat Erfurt die Kontrolle so ein bisschen übernommen. Wir haben also einen schweren Griff gekriegt, der immer so zwischen den Linien geschwommen ist, der dann eben diese ganzen Umschaltmomente eingeleitet hat, wo wir ein paar Probleme mit der Balance hatten. Und dann waren wir schon noch ein Stückchen überrascht von der Wucht. Wenn man die Körpergröße sieht, ist das gar nicht so groß, was der Erfurt aufzubieten hat. Und trotzdem haben wir in der ersten Halbzeit relativ viele Kopfbälle im Kopfball-Duell verloren, auch bei dem Standard, wo es eine klare Zuordnung gab. Und wir ihn aus den Augen gelassen haben, dann liegst du hinten und dann ist es natürlich schwierig und trotzdem war das nicht ganz das Gesicht des 1. FC Magdeburg in der ersten Halbzeit, weil wir aus meiner Sicht ein Ticken zu ängstlich waren, nicht so mutig gespielt haben, ja, fahrig teilweise waren und vielleicht hat es geholfen, dieser Rückstand dann noch in der zweiten Halbzeit rauszugehen. Wir haben nichts mehr zu verlieren. Wir sind da in der ersten Halbzeit zweimal noch in der Schippe gesprungen, wo er das zweite Tor nachlegen hätte können. Und dann mit dieser Wucht und dann denke ich, wir haben auch die besseren Möglichkeiten gehabt. Also vorher, bevor wir den Ausgleich machen, dann machen wir den Ausgleich und dann ja, hat eigentlich jeder gedacht, das Spiel plätschert so dahin, abgesehen von der Chance von Carsten Kamlert. Und dann ist aber uns ein bisschen Glück gelungen, diese Situation noch zu geschenkt bekommen und dann auch zu nutzen. Und wir sind sehr, sehr dankbar für diese drei Punkte. Es wird ganz, ganz schwer, Punkte zu sammeln in dieser Liga. Und jetzt haben wir erst mal drei. Wir haben den ersten Sieg eingefahren. Die Journalisten können dann ab dem nächsten Spieltag anfangen zu rechnen, wie lange das vielleicht dauert, bis irgendeine Serie dann wieder heißt. Danke. Vielen Dank, Jens Hertel. Ja, liebe Medienvertreter, gibt es Fragen Ihrerseits an die beiden Trainer? Herr Hertel, können Sie mal ganz kurz was zu Lars Fuchs sagen, zu seiner Leistung heute? Naja, er ist ganz gut ins Spiel gekommen und ist dann aber auch mal sicherlich abgetaucht, hat eben, wie gesagt, diese letzten Bälle, hatte die Situation sich geschaffen oder kreiert und hat sie dann aber nicht zu Ende gespielt. Aber wir haben ihn halt auf dem Feld gelassen, weil er A, gute Standards spielt und B, natürlich, wenn er eine Chance hat, dann hat er vorher schon mal einen Schuss gehabt, wo der Klemin noch ein paar Probleme hatte, den zu lösen, dann ist er eben, da hat er eine richtige Qualität mit seinem linken Fuß und da war man so relativ sicher, wo er da auf den Torwart zuläuft, dass er da das Ding eben doch versenkt und von der Seite her war es dann natürlich eine richtig gute Leistung mit dem Tor. Ja, Behrens. Ja, zunächst erstmal herzlichen Glückwunsch zu dem Sieg, beziehungsweise in der letzten Minute.
Das ist sicher glücklich, aber eben sicher verdient. Was haben Sie denn in der Halbzeitpause Ihren Mannen gesagt in spieltaktischer Hinsicht? Ja, wir haben denn schon irgendwie sind Sie ja doch verändert in die zweite Hälfte. Ja, wie gesagt, wir haben die Probleme dann eben angesprochen. Wir uns rücken, hat dann ein bisschen tiefer gespielt, haben dann ein bisschen besser unter Kontrolle gekriegt, auch wenn wir ihn nicht ganz ausgeschaltet haben. Und vor allen Dingen, aber das Wichtige war halt, diese Mentalität dann zu zeigen und mehr Mut zu zeigen und, sag ich mal, auch ja, dann nicht so ängstlich zu sein, sondern eben die Situation zu Ende zu spielen. Und das haben wir dann deutlich besser gemacht, auch mehr gute Bälle aufgesammelt, wo wir auch in der ersten Halbzeit, das hatte ich vorhin schon gesagt, eben relativ viele Kopfbälle verloren haben und auch die zweiten Bälle nicht aufgesammelt haben. Das ist uns in der zweiten Halbzeit viel besser gelungen. Und war, denke ich, auch den Schlüssel dafür, dann ein bisschen mehr Dominanz auszustrahlen, als das in der ersten Halbzeit der Fall war. War das eine glückliche Lösung, dann nachher zum Schluss oder relativ zum Schluss Radzek mit reinzunehmen? Na, der ist ja zur Halbzeit reingekommen. Also ich denke, Manuel hatte ein paar Probleme auf der Seite, sich dann eben so durchzusetzen. Und dann Hedisch hatte halt auch nicht so ein klasse Spiel gemacht, aber der war halt immer mal im Kopfballspiel, konnte man da immer mal Situationen kreieren, auch in der ersten Halbzeit mit langen diagonalen Bällen. Dann haben wir das erstmal so gelassen und dann der Junge hat natürlich Geschwindigkeit, das war auch vor dem Spiel eine enge Entscheidung, ihn nicht spielen zu lassen. Und dann hat er eben das Tempo und kann eben Situationen kreieren, wenn er immer weg ist, ist er weg. Also dann fängt man so schnell nicht wieder ein. Und das ist zwei, dreimal geglückt, zweite Halbzeit, aber er kann auch noch besser spielen. Also diesen Pass von Charles, da muss er einfach dahin werfen und sich nicht irgendwie den Rücken fallen lassen, dann hat er den auf dem linken Fuß und kann dann reinmachen. Sie haben gesagt, Sie nehmen trotz der Niederlage Positives mit. Was ist denn das genau? Insbesondere in der ersten Halbzeit hatten wir unheimlich viele Szenen, wo wir den Ball im Zentrum gewonnen haben und dann ein sehr, sehr gutes Umschaltspiel hatten. Ich hätte mir gewünscht, dass wir da, wie gesagt, das zweite Tor machen. Ich finde, dass wir, auch wenn sehr, sehr viele Standards waren zu beiden Teilen, die sehr, sehr gut verteidigt haben, ich finde auch, dass Lovito und Erb eine unheimliche Wucht in den Zweikämpfen hatten und insbesondere in der ersten Halbzeit unheimlich viele Zweikämpfe gewonnen haben. Ich nehme auch mit, dass wir Theo Bergmann eingewechselt haben, der Jahrgang 96 ist, der seine Sache ordentlich gemacht hat vor so einer Kulisse das erste Mal. Und ja, das sind so die Dinge, die wir jetzt mitnehmen, aber klar ist auch, dass wir es jetzt gut aufarbeiten müssen und dann nächste Woche gegen Wiesbaden hoffentlich dann auch besser machen, was zumindest das Resultat betrifft. Ja, Sie haben ja 8 Ecken gebraucht, um dann tatsächlich mal das erste Mal richtig Torgefahr zu entwickeln. Haben Sie da den Spielern auch in der Halbzeit vielleicht irgendwas mitgegeben, dass sie sich anders positionieren sollen und ein bisschen besser zum Ball arbeiten sollen, weil die 9. Ecke hat es ja dann tatsächlich dann auch gebracht? Naja, also es geht immer los beim Standardschützen. Das ist ja bekannt, dass wir unseren besten Standardschützen eben verloren haben. Der ist eben nicht 1:1 zu ersetzen. Und dann haben wir eben ein paar Probleme, die Bälle eben dahin zu bringen, wo es eben doch gefährlich wird. Das sind also immer 12 Sachen. Zuerst muss dabei kommen und dann müssen die Leute halt dahin hinlaufen. Also wir haben immer ein paar Varianten. Also Erfurt spielt das in der Raumdeckung. Dann versuchen wir uns anders zu verhalten wie gegen Mannschaften, die man gegen Mann spielen. Und ja, am Ende ist es mal einer, hat eben mal richtig geklappt und dann haben wir eben doch das Tor gemacht und ja, haben wir dann nur 8 dafür braucht oder 10, Hauptsache das Tor fällt in dem Spiel. Gibt es noch Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, dann wünscht der 1. FC Magdeburg natürlich den Erfurtern eine gute Heimfahrt und wir wünschen allen Zuschauern ein wunderschönes Wochenende. Wir sind erstmal Spitzenreiter, schauen auf die nächste Aufgabe. Das ist nächsten Freitag in Mainz, 19 Uhr, Mainzer Profistadion. Und in 2 Wochen, am 16. August, geht es dann weiter gegen den Halleschen FC. Schönen Abend.